Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed 4 Black Flag. Und wie ihr seht, ich bin schon ein bisschen weiter nach vorne gegangen, damit ihr nicht allzu viel Zeit verschwenden hier mit dem zum Strand laufen und unser Schiff wieder zu besteigen. Wie auch immer. So, in See stechen. Schnellreisemenü machen wir mal auf, weil wir müssen jetzt nach Afrika und das heißt, wir müssen hier rüber. Hauptmission. Von hier kann ich schnell reisen. Kann ich auch hier in schnell reisen? Nein. So. Da, schnell reisen. So. Dann wollen wir mal. Von da aus ist es nämlich nur noch ein Katzensprung rüber nach Afrika. Sollte eigentlich ziemlich easy sein. Jedenfalls ist das der Plan. So, dann gucken wir mal. Ja, sauber, passt doch. Wir sind genau auf dem richtigen Weg. Da vorne ist noch ein bisschen Frachtgut, das sammeln wir noch ein. Sauber. Wir könnten auch langsam mal das Schiff ein bisschen wieder aufwerten. Ich denke mal, ein bisschen was an Materialien haben wir schon wieder. Aber da gucke ich später mal nach. Und dann dürfte unser Schiff noch stärker sein. Aber ich meine, bis jetzt hat es sich ja eigentlich ziemlich bewährt gemacht. Ich sehe, da hinten sind ziemlich dicke Schiffe. Ziemlich große, dicke Schiffe. Ich hoffe, die werden mich gleich nicht angreifen. Ich versuche einfach mal dran vorbeizusegeln. Sieht aber ganz gut aus. Aber da links ist noch Frachtgut. Mal gucken, ob ich das noch kriege. Jawohl, viel Stoff. Läuft. Da vorne ist unsere Mission. Wollen wir mal gucken. Da müsste es so einen Turbogang für das Schiff geben. Irgendwie so einen Düsenantrieb oder so. Was haben wir denn da? Da explodiert ein Schiff. Achso, die haben sich gerade gebattelt. Na, da war ein. Ah, schade. Habe ich nicht aufgepasst. Da war jemand im Wasser. Ab nach Afrika. Warum auch nicht? Muss ich nicht langsam mal da sein? Ah, jetzt kommt's. Okay. Mission starten. Los geht's. Captain, der hier bewegt sich noch. Wer war das? Das war ein riesiges Schiff. Die Royal Fortune. Roberts. Ohne jede Gnade sagten kein Wort. Okay. War ein ziemlich kurzes Video. Was soll ich jetzt machen? Okay. So, vom Bord gehen. Aber es ist doch irgendwie blöd, weil er hat doch die Möglichkeit zu sehen, was kommt. Also, das ist ein bisschen blöd jetzt so, sich so anzuschleichen, weil er weiß ja eh, dass wir kommen. Ne? Theoretisch. Es scheinen noch nicht zu viele Leute zu sein. Wir versuchen es einfach mal. Ach, da sind Leute. Aha. Gut. Dann werde ich da mal ins Gebüsch verschwinden. Einer hat mich gesehen. Okay, der ist schon mal weg.
Gegenüber so Dynamitfässer sehe ich gerade. Ich glaube, da könnte ich direkt eine ganze Meute auf einen Schlag erwischen. Ich wette, deswegen liegen die Fässer auch da. Okay, es hat mich auch beinahe umgehauen. Das war vielleicht doch nicht so eine tolle Idee. Ich brauche auf jeden Fall Leben, weil mit dem bisschen kann ich nicht überleben. Das geht gar nicht klar. Ich brauche mehr Leben. Ich brauche viel mehr Leben. Das geht gar nicht klar. Okay. Ja, das war klar. Okay, das mit dem auf den Fässer schießen war eine tolle Idee. Aber nicht aus diesem Gebüsch. Okay, versuchen wir es nochmal. Die Idee war schon nicht schlecht. Aber von da aus war das eine scheiß Idee. Also warte ich jetzt, bis die Leute da wieder stehen. Hol mir erst wieder den einen Typen vorne. Würde ich sagen. Da oben ist noch so ein Fragment, das werde ich mir vielleicht nochmal eben holen. Gar nicht so verkehrt, die Idee. Fragmente sind immer gut. Sauber. Ne. Okay, falsche Seite. Ich muss von der anderen Seite ran. Metall? Nein, Stoff. War ja klar. Kommen die Leute. Geh ich mal hier rüber. Ja, ist einfach explodiert, Jungs. Was soll ich sagen? Na, noch einer? So geht das, aber ich nehme mal lieber die Schwerter in der Hand. Ich dachte eigentlich, dass er die schon hätte. So. Dann wollen wir mal gucken, ob wir noch ein paar Patronenhülsen drin finden. Drei Kugeln. Erstmal die Knarre wieder nachladen. So. Der ist auch weg. Oh oh.
Na, was hängst du da dran? Wir brauchen Kanonenkugeln. So. Nachladen. So. Der hat bestimmt Munition dabei. So. 20 Kugeln haben wir wieder voll. Wollen die mich verarschen oder was? So. Zwei weniger. Okay. Wir gehen mal hier hoch. Das war zu weit. Na. Okay. Puh, also ist ja beinahe schief gegangen. Ich warte jetzt erstmal, bis ich wieder aufgeladen bin. Mann, da. Okay. Dann wollen wir mal wieder da hoch. Na komm zu mir, komm. Na komm. Nur einer weniger. Ist bestimmt da vorne am Wasser. 100 Pro. Ah, noch ein Fragment. Aber dafür müsste ich, glaube ich, da runterspringen. Das machen wir jetzt noch nicht. Sollten wir uns vielleicht für gleich merken. Moment mal. Wieso leuchtet die Kiste so komisch? Ist das irgendwie so eine geheime Kiste oder was? Wow. Alter. Komm jetzt aber schnell. Ich hätte ihn ja beinahe so schon gekriegt. Ab in die Wand. Bewegung.
versperrt, Captain. Such nach einem anderen Weg. Wow. Boah, das hat Schaden genommen. Das war nicht so gut. Mit jedem Fetzen Stoff in den Wind. Na, links rum, links rum. Links rum. Weich den Beschuss aus, Captain. Welchen Beschuss? Kommt doch nichts. Aber ich würde sagen, wir schießen immer einen vom Platz. Okay, ich kann das gar nicht gerade. Gerade gar nicht. Wir sind beschädigt! Ja? Feuer! Ja! Arbeiten dran, Sir. Bereit zum Feuern, Captain! Feuer! Oh. Feuer! Feuer! Oh, oh. Feuer! 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 Mine hoch! Feuer! Auf Kurs! Feuer! Das ist gerade richtig Feuer! Schwitzig. Feuer! Feuer! Ja! Feuer! Gib den Befehl, Sir! Feuer! Wow, 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 wir müssen hier nach links, wir müssen nach links, wir müssen nach links. Feuer! Gehen die Mörser hin? Jedenfalls nicht zu mir. Mörser, Feuer, Captain! Oh, fuck. Ein wahrer Malstrom, Captain! Besser als in der Schenke zu arbeiten, oder? Hier haben sie Tränen. Wir wurden in Brand gesteckt. Wart noch. Feuer! Zu reparieren wird dauern, Herr Gott. Mir ist scheißegal, wir machen den platt. Na komm, dreh dich. Bereit zu schießen, Sir! Feuer! Da, da sind sie am empfindlichsten! Feuer! Ich mach ihn platt, Alter! Feuer! Eingesteckt! Boah! Feuer! Sie sind uns überlegen! Sind bereit, Sir! Wieso müssen wir überlegen? Feuer! Scheiße auch! Captain, wir hätten eine gute Chance! Nein! Er hat etwas bei sich, das ich brauche. Ich werde selbst an Bord gehen. An die Kanone! Noch mehr Futter für euch im Anmaß! So, jetzt müssen wir näher ran. Und dann können wir ihn entern. Aber das Entern werdet ihr erst in der nächsten Folge sehen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.